Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Affiliate Marketing in Kombination mit Network Marketing und wie du durch Affiliate Marketing ja deinen Umsatz in deinem Network Marketing Business automatisch steigern kannst. So, und wenn wir uns einfach mal so die Ausgangssituation anschauen, dann hast du ja aktuell, wenn du noch kein Affiliate Marketing nutzt, folgende Situation. Du hast einen Interessenten, du siehst, wir sind hier absolut live. Also, wir haben einen Interessenten. So, und dieser Interessent, dem zeigst du dein Geschäft und dann wird er entweder Kunde, ja, er wird Vertriebspartner oder gar nichts von beidem, ja. So, und jetzt ist natürlich die Situation, wenn jemand, wenn ein Interessent kein Kunde oder Vertriebspartner wird, aus irgendwelchen Gründen, dann wirst du an dieser Person natürlich auch kein Geld verdienen. Was nicht heißt, dass du zukünftig daran kein Geld verdienen kannst. So. Und jetzt ist ja das Thema einfach folgendes. Wenn heute sich jemand für das Thema Network Marketing oder Geld verdienen interessiert, dann heißt es ja noch lange nicht, dass die Person auch in deinem Business einsteigt oder dass ja das Geschäft für sie relevant ist, dass die Produkte ihr gefallen und so weiter und so fort. Was aber nicht heißt, es kann ja auch Menschen geben, die sich jetzt mit dem Thema Geld verdienen beschäftigen. Und vielleicht aber erst in einem halben Jahr bereit sind, ja, den Schritt zu gehen, um von dieser Informationsbeschaffung, so will ich es mal nennen, oder sich in ein Thema einlesen, sich in ein Thema einarbeiten, dann erst so vielleicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr erst bereit sind, den Schritt zu gehen und Network Marketing zu starten. Und jetzt machen wir es einfach mal einem konkreten Beispiel, damit du sehr einfach erkennen kannst, warum Affiliate Marketing definitiv Sinn macht, ja, wenn du es clever mit Network Marketing kombinierst, ja. Das kann nämlich dein Business super gut ergänzen. Nehmen wir einfach mal an, eine Person, die beschäftigt sich jetzt mit dem Thema Geld verdienen, ja, ist irgendwie unzufrieden in ihrer Situation, vielleicht ist der Job nicht hundertprozentig sicher oder macht einfach keinen Spaß oder das Geld stimmt nicht, egal welche Gründe das sind, nehmen wir eine gewisse Unzufriedenheit an. So, und jetzt geht die Person her und und sucht zum Beispiel im Internet zum Thema Geld verdienen. So, tippt bei in der Suchmaschine eben das Thema Geld verdienen ein. So, und jetzt stößt die Person vielleicht auf eine Anzeige von dir, ja, oder sie findet einen Content von dir, einen Blogartikel, YouTube oder irgendeinen weiteren Eintrag, wie auch immer. So, und die Person fühlt sich angesprochen, zum Beispiel von der Anzeige, geht auf die Webseite, sofern du denn eine hast. Wenn nicht, solltest du auch hier drüber nachdenken, definitiv eine Webseite dir anzulegen, weil wenn du im Internet nicht präsent bist, dann findest du halt einfach auch so nicht statt. Ja, das heißt nicht, dass Network Marketing nicht dann trotzdem funktioniert, aber die meisten Menschen gehen halt einfach, bevor sie eine Entscheidung treffen, heute ins Internet und informieren sich darüber. So. Lange Rede, kurzer Sinn, soll nicht das Thema heute sein, sondern ja, finden eine Anzeige zum Thema Geld verdienen. Dort wird dein Unternehmen ja dann quasi beworben. Die Person klickt drauf, landet dann auf deiner Webseite. So, und jetzt fordert die Person heute bei dir, ja, jetzt ist vielleicht ein Video von dir drauf, ja, und dann hier kann man hier weitere Informationen anfordern. So, und jetzt fordert die Person weitere Informationen an, ist aber jetzt noch gar nicht bereit, ja, irgendwo einzusteigen, sondern möchte sich einfach erstmal informieren. So, und jetzt kriegt die Person die gewünschten Informationen und dann dauert es vielleicht 6 Monate, ein Jahr, wie auch immer, bis die Person vielleicht bereit ist, in dein Business einzusteigen. So, und jetzt gibt es ja im Prinzip 3 Möglichkeiten. Entweder die Person hat Interesse an deinem Geschäft, dann steigt sie halt eben sofort ein. Oder die Person hat eben aktuell noch kein Interesse, ja, oder die Person ist grundsätzlich nicht an den Produkten interessiert oder kann sich einfach nicht vorstellen, das zu machen. Wie auch immer, wenn du es clever machst, dann hast du hier jetzt sozusagen einen E-Mail-Verteiler dahinter geschaltet, einen Autoresponder, ja, mit einem E-Mail-Marketing-System ist das kein Problem. So, das heißt, jemand wird, der hier sich einträgt, der bekommt jetzt automatisch die gewünschten Informationen. So, und jetzt hast du gleich mehrere Vorteile, denn du kannst die Person jetzt jederzeit immer mit neuen Themen beziehungsweise mit interessanten Inhalten zu deinem Thema, zu deinem Geschäft. Du kannst über Neuigkeiten und so weiter auf dem Laufenden halten und bist somit immer wieder präsent
im Kopf der Person. Das hat einfach den Vorteil, zum einen, das hat jetzt mit Affiliate Marketing noch nichts zu tun, aber komme ich gleich dazu. Das heißt, wenn jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr die Person, wenn es jetzt hat, konkret wird, ja, und die Person sagt so, jetzt vielleicht Job verloren, wie auch immer, ja, jetzt möchte ich tatsächlich loslegen. Ich habe mich jetzt über Network Marketing eingelesen, ja, ich weiß, was Network Marketing ist, jetzt bin ich bereit für Network Marketing. Und wenn du jetzt an dieser Stelle angelangt bist und die Person und immer noch bei der Person präsent bist, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass die Person dann eben mit dir Kontakt aufnimmt oder ja bei dir ja in deinem Team startet. So, jetzt ist ja aber die Situation, wie können wir Affiliate Marketing nutzen, um in dieser Zeit eben auch an den Menschen Geld zu verdienen, die jetzt noch nicht Ja zum Geschäft sagen. Und das geht im Prinzip relativ einfach, auch wieder durch E-Mail-Marketing. Das heißt, wir informieren die Person hier über mehrere E-Mails, ja, zu deinem Unternehmen, zu Network Marketing. Wir beantworten die Fragen, die sich ja die Menschen stellen. Ist es ein Schneeballsystem? Ist es für mich überhaupt praktikabel? Kann ich es mit einem geringen Zeitaufwand tun? Und so weiter und so fort. So, und jetzt verdienen wir ja aber da nichts dran. Ja, das heißt, wir wissen auch nicht, ob die Person überhaupt nach 6 Monaten oder einem Jahr oder überhaupt in Network Marketing einsteigt, weil, wie gesagt, wir wissen ja jetzt nicht, welche Ausgangssituation die Person hat, ob es konkret ist, ob sie sich erstmal informieren will. So, und jetzt haben wir aber die Möglichkeit zu sagen, gut, wenn jemand sich hier einträgt, ja, zum Thema Geld verdienen, ja, und möchte Informationen zum Thema Geld verdienen, dann ist doch einfach nur die logische Überlegung der Person während ihres Findungsprozesses, ja, passende Produkte zum Thema Geld verdienen dann dementsprechend anzubieten. Das heißt, ich kann also quasi eine Partnerschaft eingehen. Ich kann mir auf diversen Marktplätzen, ja, so nennt man das, mir quasi ja Produkte raussuchen zum Thema Network Marketing oder Schulungsprodukte zum Network Marketing. Und immer wenn jemand über meinen Link, über den Affiliate-Link dann quasi ein Produkt erwirbt, bekommst du dann quasi als Affiliate eine Provision oder in dem Fall, wenn es über meinen Link wäre, dann eben halt ich, ja. So, und du hast dann jetzt quasi also die Möglichkeit, Produkte anzubieten, ja, und auch in diesem Prozess schon die Leute quasi auszubilden, ja, ohne dass du selber aktiv geworden bist. Und du hast den Menschen einen Mehrwert gegeben, ja, weil du ihnen weitere Informationen zu ihrem Thema dementsprechend zur Verfügung gestellt hast und bist sogar während dieses Findungsprozesses, ja, hier, während dieser 6 bis 12 Monate, wie lang der Prozess auch geht, bist du bezahlt worden. Das heißt, du hast Geld verdient mit Menschen, die aktuell nicht in deinem Geschäft einsteigen werden, die vielleicht niemals in deinem Geschäft einsteigen werden, ja, oder die halt eben aus irgendwelchen Gründen, wo jetzt der Zeitpunkt halt noch nicht da ist, ja. So, und das ist natürlich ein Riesenvorteil, ja. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen, dann gibt es im Prinzip da 2 große Vorteile. Nämlich zum einen, bisher war es ja so, wenn du eine Präsentation gemacht hast, ja, dann ist die Person entweder eingestiegen oder sie hat abgesagt. So, und das kann zum Beispiel gewesen sein, weil eben, wie gesagt, Zeitpunkt falsch, ja. Oder die Person hat einfach grundsätzlich kein Interesse oder einfach kann sich nicht vorstellen, die Produkte, die du im Portfolio hast, dementsprechend anzubieten, wie auch immer. Ja, so, das ist die bisherige Situation. Zukünftig, wenn du Affiliate Marketing einbaust, kannst du an all diesen Situationen trotzdem partizipieren, außer die Person hätte überhaupt gar kein Interesse, sich über das Thema Geld verdienen weiterhin zu informieren, was ja relativ unlogisch ist, weil sonst würde die Person ja im Internet nicht danach suchen, ja. So, das heißt, du wirst ab sofort nicht nur, ja, an den Menschen verdienen, die gleich hier Ja zu deinem Geschäft sagen, sondern eben halt auch an den Menschen, wo jetzt der Zeitpunkt noch nicht passt oder die eben halt aktuell kein Interesse haben. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, weil du kannst natürlich diese Einnahmen dann dafür verwenden, zum einen wieder eine Anzeigenrede zu finanzieren oder ja dementsprechend einfach ein zusätzliches Einkommen zu haben. Und so hast du dementsprechend mehr Einkommen wie ohne Affiliate-Marketing. Und deswegen ist nicht die Frage, soll ich Affiliate-Marketing machen oder Network-Marketing, sondern du sollst einfach weiterhin dein Network-Marketing-Geschäft aufbauen und dann aber
Produkte ins Portfolio mit hineinnehmen und an deine Liste weiterempfehlen, die dir einen Mehrwert liefern, die aber auch deinen zukünftigen Partnern einen Mehrwert liefern oder beziehungsweise deinen Interessenten. Weil, stell dir mal vor, du hast hier Schulungsprodukte verkauft, ja, und das ging jetzt dann im Prinzip oder empfohlen, ja, und die Person hat es dann gekauft und jetzt hat die Person die durchgearbeitet, nach 12 Monaten sagt sie, jawohl, jetzt bin ich soweit, dann hast du hier jemanden, der im Prinzip schon währenddessen, ja, wo die Person einfach, an der du verdient hast, hat die Person trotzdem, ja, oder hast du einen fertigen, top ausgebildeten Vertriebspartner oder eine Vertriebspartnerin. Und das ist ja dementsprechend eine tolle Geschichte. So, und jetzt ist ja einfach nur die Frage, wie setzt man sowas um? Ja, dazu brauchst du natürlich zum einen eine Webseite, ja, mit der du in der Lage bist, E-Mail-Adressen und die Kontaktdaten deiner Interessenten einzusammeln. Du brauchst ein System für E-Mail-Marketing, ja, wo du automatisiert E-Mails versenden kannst, sodass jeder, der sich hier vorne dann einträgt, dann auch tatsächlich die gleichen E-Mails zum festgelegten Zeitpunkt auch erhält. So, und wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Team das hier alles, diesen kompletten Prozess bereits vorbereitet, den jeder unserer Teampartner dann dementsprechend nutzen kann. Allerdings braucht man dafür dann dementsprechend eine Software. Und jetzt kannst du natürlich hergehen und kannst dir überall jeden einzelnen Baustein eine separate Software suchen und kannst dann gucken, wie du die alle miteinander verknüpfst. Du kannst aber auch eine All-in-One-Software nehmen, die wir zum Beispiel nutzen, und kannst dann diesen Prozess einfach in deinen Account kopieren, ein paar Einstellungen vornehmen. Ja, da haben wir zum Beispiel eine Anleitung im Team dafür. Und dann ist dieser Sales Funnel, ja, dieses Business sozusagen bereits fix und fertig eingerichtet. Ja, die Links werde ich dir unterhalb des Videos zur Verfügung stellen. Wenn du noch Fragen hast, freue ich mich natürlich über deine Kommentare. Nimm gerne Kontakt mit mir auf oder fordere dir unterhalb des Videos einfach weitere Informationen an. Und wenn das Video jetzt für dich hilfreich war, wenn du meine Schrift lesen konntest, dann dann würde ich mich freuen, wenn du dir weitere Informationen anforderst und wenn du den Kanal abonnierst, diese Glocke da klickst, damit du auch zukünftig über weitere Videos informiert wirst, wenn diese online gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, viel Spaß beim Umsetzen, alles Gute, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.